Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Food Haul. Ich danke euch für die ganzen Besserungswünsche unter meinem Video heute Morgen. Das war gut zu lesen. Ja, es geht mir so halbwegs besser. Ich drehe die Kamera und zeig, was wir geholt haben. Es war ein großer Einkauf, weil der jetzt in Frosteis steht. Oder sitzt da vor dem Froster jetzt haben. Genau. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Amelie hat mir geholfen beim Ausräumen, deshalb ist es jetzt nicht sortiert. Und es ist auch viel zu viel, um das zu sortieren. Entschuldigt meine Stimme. Wir haben fürs Begleiß mitgenommen. Wir wollen nämlich Wonderwaffel machen. Dafür haben wir mehrere Zutaten geholt. Genau wie Butter. Dann haben wir zweimal den Eisbergsalat. Multicolor ist übrigens im Angebot, kostet allerdings genauso viel wie Eisberg. Dann hat Kevin das hier gefunden. Das haben wir mal mitgenommen. Back- und Fondue-Schokolade. Dann haben wir Eier mitgenommen. Die sind auch für Wonderwaffel. Diese Schokominis, die Himbeeren auch. Dann haben wir zweimal Petersilie. Die Kräuter sind alle im Angebot. Zweimal glatte Petersilie, einmal Dill und einmal Minze. Dreimal Orange und Paprika. Brokkoli ist im Angebot. Curry King, weiß ich nicht, ob es im Angebot ist. Hat Kevin auf jeden Fall mitgenommen. Den habe ich gesehen und ich wollte einen Weihnachtstee haben. Ich dachte, der könnte mir und Kevin schmecken. Aromatischer Kräutertee mit Zimt und Zimtstern-Orangen-Geschmack. Für die Kaninchen wieder Holzstrei, dann Müllermilch, Pistazie hat Kevin sich mitgenommen. Zweimal Blätterteig, er möchte irgendwas backen. Puderzucker für die Wonderwaffeln, genau wie die Zuckerstreusel, das hat Kevin mitgenommen. Übrigens, da haben die Kinder und ich gestern gebacken. Wir haben nur keine Arbeitsplatte, deshalb liegt es da unten. Waldfrucht und Apfel. Dann haben wir Sandwich-Toast, zweimal Weizenbrötchen, Pizza-Gratin-Käse. Und hat Kevin hier sich so Kaubonbons mitgenommen, Softie. Ich habe mir OBs mitgenommen. Keine Ahnung, die hatte ich noch nie. Ich wollte welche haben von DM eigentlich, aber ich schaffe es nicht nach DM. So, zweimal Strimmellachs, dann hat Kevin sich Cheeseburger mitgenommen vom Schwein. Dann ist hier von einer frische Theke, Fleischwurst im Angebot. Frischkäse habe ich mitgenommen. Dann hat Kevin das hier gefunden. War reduziert, 30%. Chicken Patties zweimal. Knuspermäuse haben wir auch zweimal. Die anderen stehen da hinten. Sechsmal Reiswaffeln. Kevin hat sich hier so einen Butterstollen mitgenommen. Ich fange mal weiter hier vorne an, dann kann ich immer was beiseite legen. Ofenkroketten, Knusperdinos. Die hat mir letzte Woche auch schon mitgenommen. Wieder für unseren Teller auf dem Fernsehtisch Schokoladenkränze. Die sind immer Angebot mit 6%. Dann haben wir Nürnberger mitgenommen. Zweimal Pizza, K-Classic Steinofen, Spezial und Hawaii. So, einmal beiseite. Komm hier an, näher rutschen. Schokolade haben wir auch für Wonderwaffel mitgenommen. Einmal hier so Schokoriegel mit Milch und einmal mit Erdbeer. Das ist dann wie Jogurette und das ist wie, wie heißen die? Kinderriegel. Genau. Kevin hat sich noch Frühlingszwiebeln mitgenommen mit Rindfleisch drin und so Mikrowellenpommes. Dann hier so gedrehte Pommes. Dann haben wir hier normale Pommes. Meine Güte. Nochmal für Wonderwaffeln hier so Schokoladenbonbons. Was ist hier eigentlich? Ne, das ist eine Macke. Das ist kein Dreck. Erntefrische Erbsen. Dann hat Kevin so Bruchschnitzel gefunden. Das war genauso teuer, ist halt nur alles Bruch. Aber das ist ein Kilo. Dann haben wir zweimal Gurken mit. Diese Cornichons oder wie die heißen. Mandeln auch für Wonderwaffel. Dann habe ich hier verschiedene Kräuter wie Dill, Schnittlauch, Petersilie, Basilikum. Das hier hatte ich noch nie, aber ich dachte, ich kann es ja mal ausprobieren. Zwiebelmix, weil ich mache ja eigentlich immer die Zwiebeln selber. Aber
im Moment ohne Arbeitsplätze habe ich keinen Bock, diese Zwiebeln da zu machen im Wohnzimmer, weil da steht nämlich die Küchenmaschine. Dann haben wir flüssige Smarties mit auf der Wonderwaffel, Eis, magischer Zauberstab, dann Blub, Rahmspinat. Das hier habe ich gesehen, fand ich ganz interessant. Chicken Wings, Barbecue, sowas ist ja eher für mich. Dann auf der Wonderwaffel Erdbeeren. Wir brauchen wieder Soßen. Da haben wir hier von K Classic Bio vegane Bolognese. Die haben wir zweimal. Und dann haben wir Tomate mit Sahne. Die haben wir zum Beispiel heute auch. Und gegessen meine ich. Und Classic. So, ein Kräuterbaguette. Eine Lasagne. Dann hat Kevin sich wieder Pfirsichringe mitgenommen. Und Mini Knusper Cordon Bleu. Die sind übrigens im Angebot mit der App. Also alles so, wie heißt das? Schweinesachen, glaube ich, hieß es so in der App. Streusel Schoko haben wir, Milch, Kinderpinguin in günstig. Pizza Kit habe ich mitgenommen. Dann haben wir hier einen Käfer mitgenommen, Grapefruit, Nudelsalat, dieses Fischstäbchen. Ich habe die veganen nicht sofort gefunden, deshalb kamen dann die mit. Die veganen Sachen sind teilweise mit bei den normalen Sachen eingeräumt, aber nicht alle scheinbar. Süß-Sauer-Soße hat Kevin sich hier mitgenommen. Dann haben wir uns, die hatten wir noch nie, ist allerdings Nestle Chocolate Chips mit Erdbeer. Sonst nehmen wir halt immer nur Classic, die normalen. Die Scheiben sind in Angebot. Die Stücke waren jetzt allerdings nur da bei uns. So, Nudelsalat. Dann hat Kevin sich hier noch Frikadellen Pfanne mitgenommen. Dann habe ich hier für uns alle Brokkoli und Blumenkohl eingefroren mitgenommen und Suppengemüse. Dann Capri-Soda-Sirup, das macht man in die Flaschen mit rein mit Wasser. Dann Soßen für Wonderwaffel wieder, einmal Erdbeere und einmal Schokolade. Dann weiß ich nicht, wofür so ein Mini-Ding Kevin zum Essen oder so eingepackt. Zartbitter-Schokolade. Dann haben wir hier nochmal Bratwurst. Ich glaube, ich habe... Das muss man angucken. Ja, das habe ich alles beiseite gestellt. Das war's. Das waren jetzt die Sachen, die wir geholt haben. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Es waren jetzt einige Sachen dabei. Viele im Angebot und es gibt noch die tollen Coupons ab 100 Euro, 10 Euro Rabatt und ab 75 Euro, ich weiß gar nicht wie viel Euro Rabatt und dann nochmal ab 50 Euro. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.